method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Why we the metaphors, we over minds, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es mal um die Madara-Kaguya-Thematik. Und ja, ich weiß, nicht jeder ist ein Freund davon. Es gibt tatsächlich auch sehr viele Leute, die diese Situation hassen. Und die generell diese Stelle an Naruto irgendwie am meisten hassen, dass Madara auf einmal weggegangen ist oder einfach ja, geopfert wurde, um Kaguya wiederzubringen und so. Und manche haben das sogar als unlogisch abgestempelt und keine Ahnung was. Und ich möchte einfach mal erklären, was denn da genau passiert ist und wie es passieren konnte, dass Madara sich zu Kaguya verwandelt hat. Weil das ist auch eine Frage, die sich manche stellen, wie soll das klappen? Wieso verwandelt sich Madara auf einmal in Kaguya? Wie, wo ist da die Logik und so? Darüber möchte ich einfach in diesem Video reden und die Leute, die da halt nicht wirklich Bescheid wissen, damit aufklären. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, wieder das typische Eigenwerbungszeug. Es wäre schön, wenn ihr mal in der Beschreibung vorbeischaut und ja, vielleicht mal bei Twitch vorbeischaut, weil ich da jede Woche eine Live-Reaction zu Boruto mache und dann generell ab und zu da streame. Ich werde aber immer noch auf YouTube streamen, keine Sorge. Aber da werde ich halt dann Live-Reactions machen. Da werde ich dann zum Beispiel mit euch Openings von Naruto oder sowas bewerten oder so, haben wir halt auch schon gemacht und sowas halt. Also, ja, deswegen wäre es schön, wenn ihr da ein Follow da lässt. Und, ja, generell in die Beschreibung so rumschaut, was da so gibt, wie zum Beispiel Twitter. Da wäre es gut, wenn ihr mir folgt, weil dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was für Videos kommen, was da generell gerade abgeht oder sowas. Keine Ahnung, da kann man mich auch gut erreichen, da kann man gut mit mir schreiben, so. Und Patreon wäre halt auch schön, wenn ihr einen kleinen Support für den Kanal da lassen wollt. Da braucht man auch nicht mehr als einen Dollar irgendwie übrig zu haben und... Ja, das ist mehr als genug und da wäre ich euch schon dankbar wie keine Ahnung was. Alle Informationen sind im Patreon, warum ich das gemacht habe und so, steht auch da auf der Seite, deswegen kann man da gerne nachlesen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr da vorbeischaut. So, wo ist jetzt der Sinn dahinter, dass Madara zu Kaguya wurde? Was hat Madara überhaupt alles gemacht und was war dieser schlussendliche Punkt, der ihn zu Kaguya werden gelassen hat? Madara hat sich Kaguya generell sehr stark als ein Vorbild genommen, wenn man so sagen will, weil er an ihre Power herankommen wollte, wenn nicht sogar übertreffen wollte, was er in meinen Augen auch getan hat, aber wir sehen andere anders, aber ja gut, kann man schwer sagen, so, weil da die Fakten oder so, glaube ich, fehlen. Aber Madara hat auf jeden Fall ja, in derselben Liga gespielt und hat sein Ziel mehr oder weniger, was das angeht, erfüllt. Und er hat halt auch zu Kaguyas Reservequellen so geschlagen, wenn man so sagen will. Er hat halt den Jubi in sich drin gehabt, er hatte den Jinjubaum in sich gehabt, er hatte das Rinnensharingan schlussendlich. Das sind halt Sachen, die was mit Kaguya zu tun hatte. Natürlich das Rinnensharingan, Kaguya war die erste, zumindest in der normalen Welt da, wo halt Naruto und so lebt, die das Rinnensharingan hatte. Und Madara kam da halt direkt nach und hat das dann auch jetzt bekommen so. Und das mit den Jinjubaum und den Jubi, das hat auch eine sehr große Bindung zu Kaguya, weil die Sache ist die, der Jubi ist ja erst entstanden, als der Jinjubaum sich, sage ich mal, mehr oder weniger mit Kaguya kombiniert hat, fusioniert hat oder sowas. Oder, ja, wo der Jinjubaum generell die Macht von Kaguya bekommen hat, den Willen von Kaguya bekommen hat und Kaguya als Schutzmaßnahme schützen wollte, so, und sich dann in einem Jubi verwandelt hat, so. Also, eigentlich ist das prinzipiell dasselbe, nur weil es da zu dem Zeitpunkt, wo Madara gelebt hat, jetzt gesplittet, so, dass es die zwei getrennt gab und ich beides eins, sage ich mal, ist schlussendlich. Und er hat sich halt dann beides geholt, hat beides in sich reinabsorbiert und so und somit halt die Macht von Kaguya mehr oder weniger in sich bekommen. Allerdings ist das halt ja nur die Kraft von Kaguya, also da steckt ja nicht mehr hinter, so. Und nur mit der Kraft von Kaguya wird man ja nicht direkt in Kaguya verwandelt. Und da kommt dann Zetsu ins Spiel. Nämlich haben wir ja Zetsu, der ja alles schon vorgeplant hat, der schon seit Generationen über Kaguyas Wiedergeburt plant. Und Zetsu ist ja generell, also der schwarze Zetsu ist ja generell einfach nur der manifestierte Wille von Kaguya. Kaguya hat einfach nur so eine physische Manifestation rausgeklatscht, so eine komische Geburt rausgeholt, der komplett aus ihrem Willen besteht. Und das war der zündende Punkt. Als Zetsu den Madara von hinten erstochen hat, hat er seinen eigenen Körper oder Teile von sich in Madara reingehen lassen, wodurch sich alles halt kombiniert hat. Die ganze Kraft von Kaguya, das Rinnensharingan, der Jinjubaum, der Jubi, plus dann noch der Wille von Kaguya.
Alles kommt da zusammen ein. Und da Madara da so schon sozusagen einen Uzutsuki-Körper hatte durch das ganze Zeug da mit den Jubi und so, hat halt wirklich schon noch prinzipiell der Wille und ja, der letzte Schliff gefehlt, damit es Kaguya wird. Und das war halt eben Zetsu. Also als Zetsu da halt sich selber, sag ich mal, mehr oder weniger Madara gepumpt hatte, kam halt das ganze Chakra da rein, was auch noch ein Punkt ist, stimmt, das habe ich komplett vergessen. Madara hatte das Chakra der ganzen Welt in sich. Natürlich mit ein paar Ausnahmen wie Naruto, Sasuke, bla bla. Aber prinzipiell hat er fast das ganze Chakra der ganzen Welt in sich halt. Weil der ganze Jinjo-Bomb ja das ganze Chakra auch aufgesammelt hat, dann kam ja noch das Mugen Tsukuyomi, wo ja generell das ganze Chakra drin absorbiert wird. Madara hatte das Chakra von dem Jinjo-Bomb generell noch in sich drin absorbiert. Und diese Chakra-Menge hatte ja auch Kaguya an sich, deswegen kommt das da auch noch mit rein. Aber ja, auf jeden Fall, nachdem Zetsu sein Chakra halt reingepumpt hat und Madara ja alles von Kaguya hatte, konnte somit Kaguya entstehen. So, weil der Wille, dieser manifestierte Wille oder generell der Wille von Kaguya einfach in Madara nur noch gefehlt hatte. Und wenn man bedenkt, dass Zetsu das einfach seit Generationen, seit Jahrhunderten oder keine Ahnung was plant, Alter, das ist halt schon krank, dass er das dann auch schlussendlich schaffen konnte, vor allem bei den Madara so. Weil er einfach zu unvorsichtig war, weil er sich sicher war, dass er selber Zetsu erschaffen hat. Also Zetsu ist auf keinen Fall dumm und hat da auf jeden Fall einiges gut hinbekommen, wenn man so sagen will. Das einzige Problem, was man da vielleicht sehen kann, sind dann die Byakugans, weil Madara rein gar nichts mit dem Byakugan im Mut hatte. Er hatte halt zwei Rinnegans und das Rinne-Sharingan. Kaguya hatte zwei Byakugans und das Rinne-Sharingan. Deswegen ist das da ein bisschen merkwürdig, weil Zetsu halt auch keine Anzeichen auf das Byakugan hatte oder sowas. Aber vielleicht hat das dann auch was mit dem Willen zu tun gehabt. Es sei denn, man will es jetzt so weit ausspielen, so, er hat ja das Chakra der ganzen Welt da in sich, darunter sind ja auch Chakren von Hyugas und so, vielleicht kann man das da mit reinziehen, aber das glaube ich dann viel zu weit gefächert, auf jeden Fall kann man das dann irgendwo sehen, so irgendwie, dass es halt irgendwo Sinn macht, also muss man da vielleicht ein bisschen rumspekulieren oder darüber hinweg schauen, denke ich einfach mal. Aber auf jeden Fall ist halt die Verwandlung Kaguya in meinen Augen alles andere als unlogisch gewesen, weil wie gesagt, alle Voraussetzungen waren da, der, Uzutsuki-Körper durch den Jubi-Modus und sowas, generell der Jubi, das ganze Chakra der Welt wegen dem Jinju-Baum und der Wille durch Zetsu. Alles hat sich in einen Körper hier zusammen kombiniert und hat sich somit in Kaguya verwandelt. Wodurch wir dann halt den ganzen Kaguya-Abschnitt am Ende des Arcs hatten, den ja manche auch leider hassen oder so. Dazu werde ich auch noch ein Video machen, weil ich finde den Abschnitt sehr gut gelungen, aber ja, keine Ahnung, da möchte ich einfach mal über die guten Punkte des Kaguya-Abschnitts reden, so, und warum der Arc in meinen Augen eigentlich gut war oder der Abschnitt gut war. Aber gut, was haltet ihr von dem Ganzen? Denkt ihr, dass es logisch ist, wie ich das erklärt habe, oder habt ihr da irgendwelche Fragen noch dazu, die ich irgendwie beantworten soll oder so? Schreibt einfach alles in die Kommentare rein. Und für die Leute, die da nicht wirklich Bescheid wussten, ich hoffe, dass ich euch damit aufklären konnte. Ich werde oben rechts auch wieder eine Umfrage machen, ob das Video hilfreich für dich war oder nicht. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich damit irgendwelchen Leuten helfen konnte. Selbst wenn da 100 Leute hier abstimmen, dass es ihnen nicht geholfen hat, aber nur 2 Leute irgendwie abstimmen, dass es ihnen geholfen hat, selbst das reicht mir dann schon, weil ich dann 2 Leuten weiterhelfen konnte, wisst ihr. Für die Leute sind die Videos nämlich dann gedacht, so damit die, ja, ihre Erinnerungen erfrischt bekommen oder halt da Klarheit bekommen, so wie das alles geschehen konnte. Dafür mache ich ja die Videos. Deswegen, wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare rein. Und eine Sache will ich hier ausprobieren, so, nämlich so ein kleines Support-Ding. Wie viel es wirklich bringt, wenn irgendwie Leute ein Video liken oder so. Deswegen wäre es schön, wenn euch das Video auch gefallen hat, dass ihr so ein Like auf dem Video da lässt und zu gucken, wie viel Support das da bringt. Das werde ich in den nächsten Videos jetzt, glaube ich, auch ab und an fragen, so um zu gucken, wie viel es bringt, ob es was bringt oder so, weil das interessiert mich irgendwie, weil ich möchte es generell schaffen, meinen Kanal wieder mal etwas weiterzukommen, so, weil wir hängen jetzt schon etwas so bei dieser Zahl, zwar nicht, was mich jetzt enttäuscht oder so, weil ich habe halt immer noch diese Zahl erreicht, diese 10.000 Abonnenten, die, wir sind gerade in Richtung 11.000, ist halt schon krass, aber es wäre halt auch schön, wenn wir da irgendwie weiterkommen, deswegen, jeder Support, wer mir da liebt, deswegen wäre es schön, wenn ihr da aushelfen könntet. Von daher, wie gesagt, checkt die Beschreibung auch ab, da mit allem, was ich da eben schon gelabert habe. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann war es das mit dem Video und ich verabschiede mich hinaus wieder mehr.